ich hoffe, ihr seht es. Hier ist der Arnold 616 und macht ein Unpacking von der World of Warcraft Mists of Pandaria Collector's Edition. Aber zuerst unpacke ich mal diesen Energy Drink, denn ich habe nur eine Freistunde und ein bisschen wenig Zeit. Also, fangen wir mal an. Wir haben hier, als man es sehen kann, etwas von Megablocks. Packen wir das mal aus. Okay, was ist denn das? Es handelt sich um anscheinend eine Figur. Und die stellt Jen Stormheart dar. Und ja, sieht aus, als wäre das eine kleine Jade-Statue. Hier wird noch gezeigt, wie man die aufbauen muss. Und ja, machen das aber später, denn ich will langsam zocken. Jetzt haben wir hier noch das hier bekommen. Das ist, na, was ist das eigentlich? Eine Verpackung, ja, da wäre ich auch drauf gekommen. Wo drin Karten sind. Das sind Postkarten mit, ich hoffe, das sieht man, World of Warcraft Motiven. Natürlich im Pandaria-Style. Packen wir das zur Seite. Und es geht an die große Box. Dafür habe ich extra mir ein geniales Werkzeug geholt. Und zwar eine Schere. Die sind teilweise extrem sinnvoll. Und weil ich nicht die Box irgendwie zerstören will, schneide ich nun hier oben das Plastikrahmen und mache den Rest mit der Hand. Das dauert vielleicht länger, noch ist unprofessionell, aber mir egal. So, sehen erstmal, da hat sie falsch hingestellt. Das hält mich unten was raus. Und man hat diese Angabe, was denn alles da drin ist. Wow. Sieht schon mal interessant aus. Packen wir das doch gleich aus. Also, ich nehme hier mal die Kamera und ich hoffe, man kann das sehen, was ich hier mache. Irgendwie. Hoffe ich das mal. Ja. Hier haben wir ein Schubfach, das man aufmachen kann. Wo drin? Erstmal eine weitere Box ist. Eine Box, in einer Box, in einer Box. Wuhu. So, und die Box hole ich jetzt mal da raus. Genau gesagt, war das keine Box, sondern das Artbook. Wenn ich das mal halten kann. Also hier sieht man, Mists of Pandaria, die Kunst von und eben hier diesen Panda. Das Artbook schauen wir mal später rein, das werde ich dann hinten dran setzen. Als nächstes haben wir ein Mauspad. Natürlich wieder mit einem Pandaria-Motiv. Ich hoffe, das kann man gut sehen. So, was haben wir als nächstes? Den offiziellen Soundtrack. Ich habe auf der Beta gespielt und ich muss sagen, der Soundtrack gefällt mir echt. Also, den werde ich bestimmt mal mir noch ein paar Mal anhören. Und es ist natürlich auch super zum Fahren, wenn man da nicht Lust hat, die ganzen nervigen Hintergrundsounds zu hören und man nicht Lust hat, sich mit dem Menü umzuärgern, denn bei mir buggt der Sound in WoW was, dann kann man WoW auch einfach so im Hintergrund abspielen lassen. Natürlich kann man das dann auch viel besser an- und abschalten. Das sieht man auf der Verpackung. Hinten sind nur die ganzen Lieder abgelistet. Ich glaube, das kann man nicht lesen. Ist ja auch egal. Und zuletzt haben wir hier noch ein Blick hinter die Kulissen DVD, also ein Making of mit einem Panda drauf. Schön. Und hier hinten steht nochmal, was da enthalten ist. Mit einem Bild von der Startinsel der Pandaren, wenn man einen Charakter dort anfängt. Und zuletzt haben wir noch das Spiel. Okay, das war's dann auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe das ganz gut hingekriegt. Und, jo, worauf halte ich jetzt noch? Viel Spaß noch. Heute, jo, ciao! Herzlich willkommen zurück zum Unboxing von dem World of Warcraft Mists of Pandaria Collector Edition. Ja,
Als letztes steht hier an natürlich das tolle Artworkbook. Ja, also auf Deutsch die Kunst von World of Warcraft Mists of Pandaria. Ja, ich begrüße Sie hier zurück an einem wunderschönen Dienstagabend. Ja, also, wir öffnen mal ganz sorgfältig jetzt hier die Packung, so dass wir auch nichts kaputt machen. Und ja, der Rest war ja eigentlich schon sehr gut. Also ein Soundtrack, Mauspad, was ich sehr gut fand, dass ein Mauspad dabei war. Ja, was war noch alles dabei? Eine tolle kleine Figur. Ich weiß gar nicht, so eine Art Lego-Figur. Ich kann gerade gar nicht sagen, wie das hieß. Das war so eine ganz, ganz komische Block. Auf jeden Fall so eine Art Lego-Figur, die man zusammenbauen kann. Ja, also sieht es aus. Es ist relativ groß. Es ist mit so einer kleinen Kamera ein bisschen schwer, so hier in den Fokus zu bringen. Man sieht schon, es ist eigentlich relativ schön verarbeitet. Also ist alles hier hervorgehoben, wenn man mal so drüber fühlt. Und wie ihr seht, es glänzt auch sehr schön. Und ja, sieht schön aus auf jeden Fall mal von außen. Es ist natürlich ein Panda vorne drauf. Was sonst? Ja, wir schlagen es mal auf. Wunderschön im chinesischen Stil, würde ich mal sagen. Ganz sicher kann ich jetzt nicht sagen. Es kann auch ein japanischer Stil sein. Aber es sieht auf jeden Fall asiatisch aus. Ja, hier diese Anfangsseite quasi. Ja, hier steht es mal nochmal groß und fett. Die Kunst von World of Warcraft Mist of Pandaria. Ja, hier haben wir dann schon mal die erste schöne Grafik auf der Seite. Das ist, glaube ich, ein bisschen dunkel. Naja, so sieht man es. Und hier haben wir dann das Inhaltsverzeichnis. Kapitel 1, eine neue Welt. Ja, ich bin mal gespannt. Ich kann das jetzt gar nicht sagen, was jetzt hier drin ist. Hier wird tatsächlich erstmal eine ganze Geschichte erzählt, wie man es hier sieht. Eine neue Welt. Und hier wird tatsächlich erstmal die ganze Story von Mists of Pandaria aufgerollt. Hier auch eine sehr schöne Seite. Der Nebel lichtet sich. Ich meine, das war ja eine von diesen neuen Szenarien, die man jetzt in World of Warcraft spielen kann. Genau kann ich das aber nicht sagen. Hier mit diesen verbrannten Schiffen im Hintergrund. Hier sieht man es nochmal. Sehr schön. Ich fürchte, warte mal, ich kann ja nochmal kurz ein bisschen mehr Licht anmachen. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt so hilft. Doch, ein bisschen hilft das. Tut mir leid für diese Qualität. Das ist quasi so der erste Versuch hier. Ja, da in diesem Szenario muss man ja auch unter anderem Schiffe anbrennen. Ja, und hier sieht man ja so ein schönes verbranntes Wrack. Ja, und hier sieht man auch jetzt schon diese ersten Konzeptgrafiken von einem Charakter. Wer es genau ist, kann ich euch leider nicht sagen. Ich würde sagen, wir blättern jetzt auch mal einfach so ein bisschen durch. Ja, was uns hier so alles erwartet. Ein schöner Ork. Sehr schön gezeichnet. Also sieht sehr schön aus. Also man kennt das ja eigentlich von anderen Artwork-Büchern, dass das auch so ein bisschen skizzenhaft gezeichnet ist. Bis jetzt sind das hier alles schon voll kolorierte und fertige Zeichnungen, die einem hier gezeigt werden. Auch hier wieder die Landschaft vom Startgebiet. Und hier so eine Art kleiner Comic. Sehr schön. Ja, ich weiß nicht, ob man jetzt hier in diesem richtigen Licht so ein bisschen sieht, aber hier ein Ork, ein Mensch kämpfen zusammen gegen einen Panda, wie es hier aussieht. Das sieht auf jeden Fall so aus. Sehr schön, auf jeden Fall. Hier nochmal so eine Zeichnung von einem Ork. Ja, sieht sehr schön aus. Ich glaube auch übrigens, ja, sind teilweise auch gerendert, also das bedeutet nach dem Zeichnen. Hier oben sieht man das vielleicht so ein bisschen. Das sind gerenderte, aus einem Programm gerenderte Charaktere. So, und hier haben wir die erste Seite, wo es so ein bisschen skizzenhafter zu sich geht. Also hier sind noch nicht ganz fertige Ork-Gesichter mit vielen Emotionen. Ja, wie man hier zum Beispiel sieht. Wut, Angst, Misstrauen. Sehr viel, sehr schön. Kann sich was von abschneiden. Vor allem ich kann fast überhaupt gar nicht zeichnen. Ja,
Hier nochmal ein paar Schiffchen. Ich will jetzt auch nicht jede Seite durchblättern. Es gibt hier nur so einen kleinen Eindruck. Ich nehme hier schon wieder 5 Minuten 25 auf. Ja, letztendlich, wir blättern nochmal ein bisschen durch. Ein paar sehr schöne Grafiken. Hier auch jetzt endlich diese Konzeptgrafiken, ja, wie sie gezeichnet werden, zum Ausprobieren, wie diese Charaktere aussehen sollen. Ja, letztendlich muss man sagen, es ist einfach sehr schön. Sehr schön gemacht, sehr schöner Stil, sehr schön zusammengewürfelt, auch von diesen Grafiken her. Jede Rasse hat hier anscheinend seinen eigenen so ein bisschen den Abschnitt. Und ja, hier auch nochmal von den Städten, von den Lagen, sehr schöne Zeichnungen von oben, wenn man das sehen kann hier. Und ja, das ist letztendlich, sieht sehr schön aus, sehr bunt zusammengewürfelt und halt dazu auch noch hier diese ganze Zeit, diese Geschichten, die nebenbei erzählt werden. Auf jeden Fall ein sehr schönes Buch, sehr schön, dass es dabei ist, ja, in der Collector's Edition. Also es ist ja auch eigentlich heutzutage ein Muss einfach, wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Collector's Edition wie der Guild Wars 2 Collector's Edition, wo ebenfalls ein großes Artwork-Buch, was auch sehr schön ist, enthalten ist. Ja, wunderbar, hiermit verabschiede ich mich, euer Armon 616.